Guten Morgen, Boris Brahand, und ich sehe einen wunderschönen guten Morgen. Du kannst Etienne zu mir sagen, weil ich der technische Retter mit den genialen Ideen bin, der in technischen Schwierigkeiten den Satz geprägt hat, mach doch mal an aus. Und siehe da, es funktioniert. Es funktioniert. Deswegen sind wir auch erst 5 Leute heute Morgen hier. Die werden gleich alle dazukommen. Da bin ich mir sicher. Aber ja, was erwartest du, wenn wir hier gerade erst 60 Sekunden live sind? Und am Ende muss ich kurz sagen, es ist wieder so lustig. Man hat mich sogar hier, Kollege Ramon und liebe Grüße ans Trash-Universum von Instagram, man hat mich gestern Abend angeschrieben und gefragt, die Leute melden sich, wo ist denn euer Live von gestern Abend hin? Das ist gar nicht mehr abrufbar. Und jetzt, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Also da ist jetzt nicht die Bundesregierung im Spiel gewesen und hat uns gecancelt. Keine Sorge. Nein, es war so, bei den ganzen technischen Problemen, die wir doch gestern am Anfang hatten, war es wieder so, dass ich mich einmal wieder ganz blöde verdrückt habe und es war für 13 Sekunden meine WhatsApp-Seite, die ich auf dem Desktop geöffnet habe, zu sehen. Die musste ich rausschneiden. Aber YouTube hat stundenlang gebraucht, diesen Schnitt zu machen und abzuspeichern. Es war stundenlang nur in Bearbeitung, in Bearbeitung, in Bearbeitung. Und ich konnte es natürlich nicht vorher wieder online stellen, bevor das nicht erledigt ist. Und deswegen ist in der Tat jetzt erst seit heute Morgen unser Live von gestern wieder online zum Nachgucken. Das tut mir sehr leid, aber da ist natürlich der Persönlichkeitsschutz, wenn ich natürlich wieder mit Mike Zies zum Beispiel per WhatsApp kommuniziere, muss das ja nicht die ganze Welt wissen. So. Und also wenn du, vor allen Dingen ist es ja schlimm, wenn jemand mitkriegen könnte, ja, wie du mich per WhatsApp dazu zwingst, hier irgendwelche Aussagen zu machen, die ich machen will. Zum Beispiel, zum Beispiel folgende hier, Wahl in Frankreich gestern, da zwinge ich dich jetzt dazu zu sagen, dass wir zum einen natürlich mit über 60%, 20% mehr Menschen an die Urne bekommen haben in Frankreich, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ja, Frau Le Pen ist sozusagen mit rund 35%, glaube ich, nach den letzten rund 35%, danach folgen die Linken mit rund 25% und Herr Macron mit 20%. Das sind so ungefähr die Zahlen. Jetzt hat man sich dazu entschlossen, um gegen rechts vorzugehen, dass sich in den Ortschaften und Städten, wo die eine der beiden, also sprich die Linken oder Macron, keine Chance mehr haben, zieht man sich zurück oder zieht seinen Kandidaten zurück, um geschlossen gegen rechts vorzugehen, denn Stichwahlen sind am kommenden Sonntag. Ja. Das ist mal so kurz zusammengefasst. Ich muss kurz korrigieren, bevor wir ganz furchtbar Ärger kriegen von aufmerksamen Zuhörern. Frau Le Pen, nicht Le Pen. Ah, Le Pen, ja. Auch nicht Le Pen, weil sie ist zwar ein Knaller, aber... Pen, Le Pen, ja. Frau Le Pen. Pardon. Die Frau ist seit, ich will jetzt nicht lügen, 30 Jahren oder so im Geschäft. Ihr Vater war ja auch schon im Rahmen des politischen Spektrums extrem rechts. Frankreich hat genau die gleichen Probleme wie wir, nur, würde ich nochmal sagen, mal eineinhalb. Weil in Frankreich gibt es tatsächlich noch mehr Bereiche und Gebiete, wo die Polizei zum Beispiel nicht mehr hingeht. Und das macht vielen Leuten Angst. Marseille ist eine Stadt, ich war gerade neulich wieder da, Marseille ist eine Stadt, die ist in der Hand von Banden. Das ist einfach so. Da kannst du als normaler Mensch leben. Aber es ist ähnlich wie in früheren Zeiten mit der Mafia und so. Das ist schon schwierig. Also Pariser Vororte, vergiss es. Und und dann ist die wirtschaftliche Entwicklung ein Jammer und so weiter. Insofern... Ich verstehe, dass die Leute da eher konservativ wählen. Frau Le Pen ist außerdem eins, sie hat sich ein bisschen distanziert auch von der AfD. Ja. Und zwar eigentlich völlig sinnlos. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt dazu gekommen ist, aber man wird sich einigen. Ich glaube, man hat das deswegen gemacht, weil die AfD, weil es dieses Framing der deutschen Bundesregierung sogar international funktioniert, nämlich dass das irgendwie... dass die Leute glauben, dass das tatsächlich eine durchgehende Nazi-Truppe ist, was nicht der Fall ist. Es ist eine wilde Zeit und ich habe ein Papier gesehen von meinen Freunden, die bei den Grünen arbeiten. Die Grünen arbeiten... Freunde bei den Grünen? Ja, klar. Bei den Freimaurern haben wir halt überall unsere Leute sitzen und wir tauschen uns immer gerne aus. Treffen wir uns, um Gutes zu tun, aber... In dem Fall tauscht man sich auch mal über politische Zusammenhänge aus. Daher weiß ich zum Beispiel auch, dass diese ganze Windkraftanalyse, die durchgeführt worden ist, 1,5 Jahre lang von, ich glaube, 46 Leuten, wenn ich es recht erinnere, die dann
abgewischt worden ist mit einem Deckblatt, wo drauf steht, die Entscheidung ist gefällt und brauchen wir nicht mehr. 1,5 Jahre Arbeit in Mülleimer geschmissen, weil die Entscheidung über Windkraft gefällt ist. Das Ergebnis dieser Studie wäre gewesen, dass man Windkraft als Übergangstechnologie nutzen kann, aber es sehr, sehr, sehr umweltunverträglich ist und so weiter und so fort. Naja, darum ging es aber nicht, sondern das Interessante war, sie arbeiten bei den Grünen mit einem Psychologen und Gehirnforscher zusammen. Und der Grund, warum sie immer wieder gegen rechts, rechts, rechts gehen, ist einfach eins. Unser Gehirn setzt Patterns zusammen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, guten Morgen, liebe Damen und Herren, dann versteht jeder guten Morgen, weil das Gehirn das erwartet. Und das Gehirn übersetzt das auch so. Man kennt diese Spiele, wo du einen Text lesen kannst, der nicht aus Buchstaben besteht, sondern aus Buchstaben, umgedrehten Buchstaben, Zahlen und so weiter. Das Gehirn setzt Sachen selber zusammen. Okay, aber was bedeutet das denn, wenn ich dann Frau Le Pen nenne? Also was kann man... Nein, das hat damit nichts zu tun. Wichtig ist aber, wenn du 60 Mal gehört hast, rechts, 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 und es ist immer negativ besetzt, dann macht dein Gehirn irgendwann diesen automatischen Schritt, dass egal was passiert, sobald du rechts hörst, ist es negativ. Gleichzeitig probieren sie, alles zu verhindern, dass irgendwas über Links-Links-Extremismus negativ gesagt wird, damit nicht die Menschen im Gehirn haben, dass links negativ ist. Heute ist es so, dass rechts zu 80% negativ kommuniziert wird. Und genau das wollen sie erreichen. Aber Herr Brandt, wenn da jetzt Hirnforscher sozusagen unterwegs sind, hat man denn bei Herrn Habeck irgendwie was also... Nein, ist kein Gehirn da. Das ist das Problem. Deswegen brauchen sie Forscher. Sie suchen danach, wo das Gehirn sein könnte. Auf jeden Fall wollte ich sagen, da arbeiten Psychologen, die probieren, uns massiv zu beeinflussen mit so ganz billigen Strategien. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Aber lass uns bitte, was ich wirklich positiv finde, und am Ende ist alles Demokratie, finde ich es toll, dass wir 20% mehr Wahlaktivität haben in Frankreich. Von 40 auf über 60%, ja. Das ist ja durchaus erstmal positiv. Das ist absolut positiv. Das ist eine richtig gute Entwicklung. Je mehr Leute wählen, desto demokratischer wird dieser Prozess. Und wenn es dann eben zum Nachteil, also haben wir hier auch bei der Europawahl gehabt, waren ja auch mehr da, ist dann halt zum Nachteil von denen, die eigentlich jung wählen wollten, geworden. Aber so ist es dann halt. Dann habe ich in der Tat gestern vorm zu Bett gehen, da wollte ich zu Bett gehen, habe Bernies Nachtcafé mir noch angeguckt, seppte ein bisschen durch die Gegend. Bernie freut sich übrigens auf unser Interview, also auf mein Interview heute mit ihm. Dann seppe ich ein bisschen durch die Gegend, bleib dann beim Heute-Journal noch hängen und sehe da natürlich die Berichterstattung vom AfD-Parteitag und Frau Weidel, die übrigens knapp 10 Minuten im Interview mit Dunja Hayali ist. Also 10 Minuten hat man sich da gegönnt, was ja auch nicht unbedingt an der Tagesordnung ist. Frau Weidel war durchaus hin und wieder ein bisschen unangenehm berührt, als man so Fragen fragte, wie, warum denn zum Beispiel bei der Abstimmung sie gar nicht die Nummer 1 war, sondern Herr Chrupalla. Und so weiter. Also das, man war davon ausgegangen, sie ist sozusagen an der Spitze und sie hat sich dann so ein bisschen rausgeredet mit ja, es wurde ja so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Hexenjagd betrieben, aber war schlecht in den Schlagzeilen weggekommen in den letzten Tagen. Da hat sozusagen man versucht, ihm so ein bisschen Rückendeckung zu geben. Dann war die Frage natürlich, warum stehen eigentlich so wenig Frauen bei der AfD an der Spitze? Denn eigentlich ist sie die Einzige. Und sie hat zumindest eingestanden, dass Frauen generell jetzt nicht die typischen AfD-Wählerinnen sind. Auch da müsse man dran arbeiten und sie hat eingestanden, man müsse sich mal so Themen öffnen, wie dass Frauen einfach wieder arbeiten, dass Frauen arbeiten wollen, Karriere machen wollen. Das sind jetzt nicht unbedingt Themen der AfD. Also sie hat durchaus gesagt, ja, da müssen wir einmal ein bisschen arbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben mitbekommen, du ja wahrscheinlich auch, große Demonstrationen, Samstag noch mehr als gestern. Gestern, so sagt man, lag es wohl an dem teils schlechten Wetter, dass weniger Leute Lust hatten auf die Demonstration. Am Samstag wohl bis zu 80.000 Menschen, die sich da versammelt haben. Es gab allerdings auch Ausschreitungen, muss man sagen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, waren es bis zu 26 Polizisten, die verletzt wurden. Wo ich mich einfach wieder frage, demonstrieren gerne, das ist unser Demonstrationsrecht, darf jeder tun, jederzeit. Aber warum muss es immer so ausarten? Dass Herr Chrupalla mehr Stimmen kriegt als Frau Weidel, habe ich schon im Vorfeld gesagt, das ist auch ganz eindeutig, weil Herr Chrupalla in allen Talkshows, in denen er war, jeweils eine tatsächlich brillante Figur abgegeben hat. Also nicht was die Meinung betrifft, da muss jeder selber urteilen, ob er das gut findet oder nicht, aber was die Präsentation betrifft,
Das Gleiche gilt für Weidel auch, aber die Leute und gerade die Menschen, die konservativ sind und die frustriert sind, neigen dazu, eher Männer an der Macht sehen zu wollen. Das ist tatsächlich so. Und das also war mir relativ klar, dass das passiert. Das andere ist, dass die arbeiten müssen an ihren Inhalten, auch da gar keine Frage. Wobei, was sie sagt, ist natürlich richtig. Was ist jetzt so? Jetzt bist du kurz eingefroren. Wir warten mal kurz. Schönen guten Morgen erstmal, Chat. Kann ich ja schon mal schönen guten Morgen sagen. 105 Menschen sind mit dabei. Guten Morgen, Sky 79 Moon. Guten Morgen, Cornelia. Guten Morgen, Michael Zmorm. Guten Morgen, Nu Aqua. Guten Morgen, Mäuschen 22, DK 1386. Ginny, guten Morgen, CK. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Lasst doch gerne mal ein Like da heute Morgen. Einmal den Daumen nach oben. Das tut unserem Algorithmus gut. Und wir werden auch allen anderen angezeigt. Also sehr gerne mal ein Like da lassen, wenn ihr mögt. So. Mal gucken, ob Herr Brandt gleich zurückgeht. Jetzt höre ich ihn zumindest schon mal wieder. Und jetzt sehe ich ihn auch. Nein, ich sehe dich auch. Ich bin da und ich sehe dich. Jetzt höre und sehe ich dich. Willkommen in Hamburg City mit dem besten Internet der Welt. Genau. Was ich sagen wollte, ist, was das Parteiprogramm und alles das angeht, das ist eine Sache, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich empfehle, das zu lesen und zuzuhören. Dann kann man auch mitreden. Das Wichtigste ist aber, was da gestern passiert ist. Also sie haben ja tatsächlich die Krugerhalle, das muss man sich mal vorstellen, nachdem Gerichte gesagt haben, die dürfen sich da versammeln, das ist demokratisches Recht, haben sie die Krugerhalle, das ist wie so ein Kruzifix-Ding gewesen, mit Regenbogenfahnen ausgestattet. Und sie haben die U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station Messe umbenannt in Vielfalt. Wer so dumm ist und so einfältig, Wahnsinn. Das ist irgendeine Truppe von völlig durchgeknallten Gut, aber Menschen. Auf der anderen Seite muss ich mal kurz sagen, und das wurde zum Glück auch noch gefragt von Frau Hayali, und zwar zum Thema, steht die AfD hinter unserer deutschen Nationalmannschaft? Da gab es ja durchaus komische Aussagen. Was für eine dumme Frage, ja. Genau. Gab es komische Aussagen, und Frau Weidel hat in der Tat sich zu unserer deutschen Nationalmannschaft bekannt und gesagt, sie ist großer Fußballfan, sie drückt unserer Mannschaft die Daumen, sie ist ein großer Fan von, sagte sie, ich mag diesen Musiala sehr gerne, hat sie gesagt, den gucke ich mir sehr gerne an. Das ist ein junger Spieler, der viel Potenzial hat. Da hat eine Fußballexpertin gesprochen, man nennt sie ab sofort Weißbierwaldi alias Alice Weidel. Tatsächlich muss man sagen, kann man im Schweizer Fernsehen sehen, sie kennt sich tatsächlich mit Fußball sehr gut aus, denn sie ist ja auch für die Schweizer Mannschaft und hat da einen sehr kompetenten Vortrag gehalten. Ich glaube, der Weltwoche war es. Und das war sehr erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da so drin ist in diesem Fußballgeschäft. Also sie weiß auf jeden Fall mehr über Fußball als ich. Ja, und das hat sie am Ende, und wie gesagt, ich sehe auch gerne kritisch, aber jetzt nur auf diese Frage und auf ihre Antwort bezogen, hat sie mich ein Stück weit, also hat sie ein bisschen Sympathie ausgestrahlt. Das gelingt ihr, finde ich, nicht immer, also bei mir jetzt, wenn ich sie so sehe, aber das fand ich in der Tat, das hatte mal was, auch wenn das vielleicht so ein bisschen das Gefühl war, jetzt muss sie das vielleicht sagen, um draußen der Nation, denn es haben beim letzten Deutschlandspiel 23 Millionen Menschen vom Fernseher gesessen, da zu sagen, das interessiert keine Socke und wir haben keine Fußballstimmung im Land, die positiv ist, wäre dann vielleicht auch ein bisschen vermessen. Ja, aber da muss man sagen, das ist sehr spannend, was Fußballstimmung angeht. Ich weiß nicht, was sie zu dem Thema gesagt hat oder mal früher gesagt hat oder so, aber in Deutschland ist definitiv keine richtige Fußballstimmung. Oder sehe ich anders? Nö, also ich weiß nicht, worauf das... Auf den Fanmeilen, ja, da ist gute Fußballstimmung, die Leute feiern hin und her. Aber wenn du dieses ganz normale Straßenbild, was wir hatten im Sommermärchen zum Beispiel, das gibt es dieses Mal nicht. Das gibt es einfach nicht. Und die Leute haben, es gibt eine Umfrage dazu, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, ich glaube sogar Infas oder so, also der Grund, warum man keine Fähnchen am Auto hat, zu Hause keine Fähnchen hat, warum man nicht zum Beispiel in Familienkreisen oder größeren Feiern in großer Gruppe guckt, ist, weil viele sagen tatsächlich, nee, also da gebe ich das Geld lieber für was anderes aus oder beziehungsweise beim Auto, diese Fähnchen gibt es gar nicht zu kaufen dieses Jahr und irgendwie, man wird ja immer angegriffen, deswegen ist diese Fußballstimmung im Land, also nicht auf den Fangeländen, natürlich nicht bei den Fans, gar keine Frage und auch nicht vor den Fernsehern, aber
im Lande draußen sichtbar für alle Beteiligten. Das sagen auch übrigens alle diese Gäste, die bei uns gerade im Land sind, sagen, na, so richtig was los ist bei euch aber nicht. Ja, aber wenn du sagst, nicht vor und von dem Fernseher, aber von dem Fernseher sind ja 23 Millionen Menschen. Also ich meine, das war ja, wenn du dich erinnerst, Sommermärchen, ne? Was hier los war, da war ganz Deutschland war mit Fahnen dekoriert. Da haben wir in jeder, davon, dass die Bahnen gefahren sind, das konnte natürlich auch, war auch schöner für die Leute, die hier waren. Aber das tatsächlich dieses überall, wir feiern alle zusammen, auch im Alltag und so, das gibt es nicht. Also wenn du jetzt hier guckst, ich fahre hier gerade Hamburger Innenstadt, hier ist nichts. Also wirklich nichts. Auch in den Schaufenstern. Du guckst in den Schaufenster, nichts. Okay, aber wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt im Viertelfinale, es wird sich alles ändern. Ich sagte, spätestens beim Halbfinale fährst du selbst morgens im Auto mit der Deutschlandflagge aufgemalt auf dem Bäckchen auf dem Weg zu Hamburg. Ich bin mir sicher, das wird passieren. Ich habe schon eine Deutschlandfahne. Wir, wo wir gerade beim Thema Fußball sind, wir hätten eigentlich noch ein paar Themen gehabt, lass uns die mal schnell durchackern. Und zwar, apropos EM, was sagst du zu dem Verrückten, der da oben aufs Dach gekraxelt ist und Fotos machen wollte und wo ich heute Morgen gelesen habe, dass es alleine eine Stunde gedauert hat, bis man den da runtergeholt hat und das so zumindest heute Morgen in der Bild zu lesen, dass da angeblich eine Kooperation, also er muss da jemanden im Security-Team gekannt haben, sonst wäre er gar nicht da hochgekommen, unbemerkt und man hätte sich eine Stunde nicht gekümmert. Und er hatte einen Rucksack dabei. In diesem Rucksack, ja, da war Foto-Equipment drin, aber theoretisch hätten ja auch Waffen und sonst was drin sein können. Warum hat es eine Stunde gedauert, bis man den Herrn da unten runtergeholt hat, da oben runtergeholt hat? Also da, gute Nachricht, ich kenne jemanden, der dabei war, aus dem Bereich. Wenn du alles kennst. Ja, wenn ich alles kenne. Das liegt daran, dass ich mit einer Sicherheitsfirma gut befreundet bin. Also die Geschichte ist relativ einfach. Der Typ ist reingekommen, weil er jemanden kannte. Er hat einen Rucksack dabei gehabt, der niemals kontrolliert wurde. Der Typ ist jemand, der auch schon vorbestraft ist, beziehungsweise aufgefallen ist, dass er auf spektakuläre Gebäude oben fährt, weil er wegen einer TikTok- und Insta-Challenge sozusagen Bilder von sich macht auf irgendwelchen Gebäuden obendrauf. Roofing heißt das Ganze, glaube ich. Und ja, der wollte das so als Sensationsding machen, irgendwie 21-jähriger junger Mann. Das alles an sich ist nicht lustig. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich finde vor allen Dingen, ist der Typ, der muss dumm wie Brot sein oder sensationsgeil, wie so manch einer heute, weil normalerweise hätten sie den einfach runterschießen können. Und du kommst ja nicht ran. Wie sollst du an jemanden rankommen, der da unterm Gebälk rumhängt? Und sie hätten ihn normalerweise einfach, es hätte sein können, dass sie ihn einfach abgeknallt hätten. Weil wenn das ein Terrorist gewesen wäre, und das kannst du ja nicht sehen bei jemand, der maskiert ist, ja, also stell mal vor, und dann die ganze Panik der Leute, die da sind und sowas alles, was da alles hätte passieren können. Normalerweise musst du den für 10 Jahre wegsperren. Also, Wahnsinn. Ja, lass uns ganz kurz zum Ende noch schnell zwei leichte Themen ansprechen. Zum einen, die Kultusminister möchten gerne, dass Schulbeginn endlich erst um 9 Uhr ist morgens für die Kiddies. Es soll erst um 9 Uhr losgehen mit der Schule. Hätte uns das als Kinder gefreut. Ich saß immer pünktlich um 7.45 Uhr, war bei uns Beginn und so weiter. Ist mein Gehirn leistungsfähiger, wenn ich erst um 9 Uhr mit der Schule begonnen hätte? Totaler, kompletter Bullshit. Abgesehen davon, dass die Welt und das Leben auch später nicht um 9 beginnt. Totaler Unfug, Gleichmacherei, irgendwelche, um sich einzuschleimen bei jüngeren Leuten, finde ich widerwärtig. Als du aber gerade sagtest, kommen wir zu leichteren Themen, dachte ich, es geht um Kathi Hummels. Aber dem ist nicht so. Kathi Hummels nicht, aber Jay Kahn hätte ich noch für dich. Jay Kahn schreibt nämlich seine Autobiografie und sagt, ich packe aus, die Masken werden fallen. Also nicht nur, dass er über seine Boygroup-Zeit auspacken will. Und da bin ich mal ganz gespannt, was für er redet von Exzessen hinter den Bühnen. Eventuell könnte da Take That auch viele Geschichten erzählen. Aber er wird auch erzählen, wie es hinter dem Dschungelcamp wirklich aussah. Ich sag nur, Sarah Knappig und Bullshit. Wir erinnern uns, er wird auspacken übers Dschungelcamp, wie alles wirklich gelaufen ist, was RTL von ihm verlangt hat, was hinter den Kulissen abgesprochen wurde. Die große Maskenfallerei in der Autobiografie von Jay Kahn, die erwartet uns nächstes Jahr. Und ich würde mal sagen, das klingt nicht nur Grimme-Preisverdächtig, das klingt nach einem Bestseller, Spiegel-Bestsellerliste, sondern es klingt auch danach, als würde Boris Brandt dieses Buch bei Hamburg 1 als Buchtipp mal vorstellen. Nicht. Nicht. Ja, also dann schreibe ich übrigens auch die Biografie und das wird richtig spannend werden, weil da werde ich erzählen, welcher große prominente RTL-Moderator mir mit weißen Krümeln in der Nase aus der Toilette entgegengekommen ist. Ich werde außerdem berichten. Günther Jauch?
auf der After Big Brother Party so hemmungslos rumgevögelt hat, dass morgens um 7.30 Uhr man nebeneinander saß. Der eine hatte die Nudel von dem anderen in der Hand und beide waren völlig besoffen. Wenn ich diese Geschichten auspacke und dann noch zu Jay Khan komme und auspacke über Jay Khan, dann ist es einfach so, dann werde ich weltweiten Ruhm erlangen und ich werde in allen Talkshows sein und ich werde richtig berühmt werden und am Ende kriege ich eine Rolle bei Hamburg 2080. Können wir einen Deal machen? Wenn dieser Kanal irgendwann mal 50.000 Abonnenten hat, packst du denn die Geschichte aus? Dann packe ich alles aus. Dann werden alle Masken so fallen. Für immer. Oh, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Start in den Tag, mein Lieber. Genieße gleich die Morningshow von Hamburg 1 und wir drücken die Daumen. Gibt es Internet im Hause Brandt oder nicht? Das bleibt die Cliffhanger-Frage des Tages. Das wird heute richtig spannend werden. Der Mann ist noch nicht da. Er ist aber angekündigt. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr, sehr. Mein Sohn macht sich in die Hose durchgehend, weil es soll ja auch, muss ja Premiere auch übernommen werden. Beziehungsweise heute heißt es ja Sky, aber ich habe ja noch einen Premiere-Vertrag. Das wird alles sehr spannend werden. Heute ist ein spannender Tag. Wir sind bei dir in Gedanken. Liebe Dankeschön. Grüße. Bis dann. Ciao.